Der einstige Radsportstar Jan Ullrich sorgte am Wochenende mit schockierenden Bildern und Nachrichten für große Sorgen bei seinen Anhängern. Jetzt hat der 44-Jährige erstmals nach seiner Nacht in einem mallorquinischen Gefängnis in der Öffentlichkeit gesprochen. Nachdem Ullrich am Freitag wegen gewaltsamen Eindringens auf das benachbarte Grundstück von Filmregisseur und Schauspieler Til Schweiger und einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer dritten Person festgenommen wurde, verbrachte der ehemalige Tour de France-Held eine Nacht in Polizeigewahrsam. Einen Tag später ging es wieder nach Hause, ehe Ullrich auf dem Grundstück seiner Finca auf Mallorca, wo Ullrich seit 2 Jahren lebt und wohnt, einen Reporter der Bild empfing. Ullrich gestand dabei erstmals Drogenkonsum ein und kündigte persönliche Konsequenzen an. Er führte besonders familiäre Gründe für seinen Absturz in den letzten Monaten an, die Trennung von Sarah und die Ferne zu meinen Kindern, die ich seit Ostern nicht gesehen und kaum gesprochen habe, haben mich sehr mitgenommen. Dadurch habe ich Sachen gemacht und genommen, die ich sehr bereue, meinte Ullrich in der Bild. Schweiger über Ullrich: Er ist ein Wrack. Die Nacht im spanischen Gefängnis bezeichnete der Olympiasieger von 2000 als eine der härtesten Prüfungen meines Lebens. Ullrich versprach, sich künftig in Behandlung zu begeben, um sich und sein Leben auf der spanischen Urlaubsinsel wieder in den Griff zu bekommen. Aus Liebe zu meinen Kindern mache ich jetzt eine Therapie. Auch Ullrichs Nachbar und zuvor guter Freund Til Schweiger äußerte sich noch einmal zu dem erschreckenden Vorfall aus der vergangenen Woche. Der 54-Jährige erklärte erneut, warum er Ullrich bei der Polizei angezeigt hatte und mit dafür sorgte, dass die schwerwiegenden Probleme des einzigen deutschen Tour de France-Siegers öffentlich wurden. Jan wirkte völlig zugedröhnt und nicht mehr zurechnungsfähig. Deswegen habe ich das angesprochen, Schweiger meinte gegenüber der Bild. Zudem, ich habe ihn kennengelernt als einen liebenswerten und großzügigen Menschen, aber das ist er nicht mehr. Punkt. Er ist ein Wrack, aber mittlerweile ein gefährlich